Wie Sie nun bestimmt schon sicherlich wissen, ist das Designen von Etiketten kein Hexenwerk und in diesem Video wollen wir auf unserem Etikett eventuell hinterlegte Staffelpreise hinzufügen. Dazu wählen wir einen Artikel aus, bei dem wir Staffelpreise hinterlegt haben. Schauen wir mal, wo haben wir was? Haben wir irgendwas? Okay, da haben wir jetzt drei verschiedene Staffelpreise hier zum Beispiel. Das ist der Artikel 7. Da mache ich einen Rechtsklick drauf und sage einfach mal, legen wir mal zwei Etiketten dafür an. So, das ist jetzt wirklich keine Hexerei. Barbie Profi 3 hat schon vieles vorbereitet, wo er sagt, Benutzer, das stelle ich dir zur Verfügung, wenn du es brauchst. Und so ist es auch hier. Ich gehe auf Etiketten drucken, gehe auf mein Drucklayout und sage anpassen. Nun füge ich ein neues Feld ein, und zwar ein Field. Ich persönlich mache es ja gern über Report Insert Control Field. Als Expression brauche ich nur sagen Staff-Text. Barbie Profi 3 macht jetzt schon alles. Der sagt, ich weiß, Stafftext, das ist bereits eine Variable, die existiert, die beim Anlegen vom Etiketten sofort schon prüft, sind denn Staffelpreisinformationen da? Und wenn ja, dann baut er es Ihnen gleich zusammen. Okay. So, ich kopiere mal das. Natürlich sage ich Ihnen Print When, not empty, also nicht leer, Klammer auf, Stafftext, Klammer zu. So, und das war es eigentlich schon. Okay, im Style, keine Ahnung. Da nehme ich jetzt mal eine kleinere Schriftart, um irgendwas zu nehmen. So, okay. Und jetzt haben wir unser Objekt hier oben, vielleicht sehen Sie es, ganz oben. Einfach die Pfeiltasten nehmen und bewegen. So, und jetzt kann ich die Maus nehmen, wenn es im sichtbaren Bereich ist, also wenn es in dem weißen Bereich ist. Und jetzt kann ich das Objekt mit den Pfeiltasten bewegen, wie ich es brauche. Und bitte berücksichtigen, Staffelpreise sind immer untereinander. Das heißt, es kann auch mehrzeilig sein, maximal vierstellig, weil vier Staffelpreise gibt es ja. Also müssen Sie an dieser Stelle entscheiden, wie viele Zeilen das Ganze haben soll. Ich ziehe es jetzt einfach mal nach unten mit der Maustaste. Okay, und jetzt probieren wir es einfach mal. Ich mache das Ganze hier zu, sage Speichern ja. Ich will das Etikett verwenden und sage Drucken und Vorschau. Und schon haben wir genau das Ergebnis, was wir wollen. Wir haben jetzt hier Staffelpreise drin, weil Sie gesagt haben, Sie wollen Staffelpreise Ihren Kunden anbieten. Er sagt, ab 10 Stück kostet das, ab 50 Stück kostet es das und ab 100 Stück kostet es das. Sie können natürlich an dieser Stelle sagen, hier oben, ganz oben machen Sie einen Standardpreis rein und darunter dann einen Staffelpreis. Also ist alles möglich und relativ leicht zu bewerkstelligen.